Wahlabend in Saalfeld, Thüringen, 20 Kilometer von der bayerischen Grenze. 17,4% der Bewohner haben BSW gewählt, 33,8% die AfD. Das entspricht in etwa dem Durchschnitt in Thüringen. Das ist ganz gut, weil es muss sich ja was ändern, überhaupt in ganz Deutschland. Die Leute haben den Kanal hier voll, das ist einfach so, verstehen Sie es doch einfach mal. Mir fehlen eigentlich heute unsere ganzen Prinzen hier aus dem Orient, die sitzen sonst hier auf dem Markt. Die haben wahrscheinlich heute Verbot. Wenn ich abends von der Arbeit hier komme, sitzen die oder fahren mit ihren Knatterkern rum. Ehrlich verdientes Geld wahrscheinlich. Und das ist der Punkt. Ich soll bis 67 arbeiten. Für wen? Für was? Damit die sich alle die Eier schaukeln können. Diese AfD-Wählerin spricht das aus, was viele hier denken. Wir werden sie wieder treffen. Zeitgleich bei den Gegnern der AfD in Saalfeld. Das linke Bündnis Stadt, Land, Bund, das Monate gegen die AfD gekämpft hat, hat sich am Sonntag zu einem Wahlkatertreffen zurückgezogen. Wir wollten es bewusst jetzt nicht als Party bezeichnen, weil es gibt vielleicht auch relativ wenig zu feiern. Wir haben in den letzten 5 Jahren eine sehr konstruktive parlamentarische Arbeit gemacht. 35% der Wählerinnen und Wähler würden die AfD gerne in der Regierung sehen. Ihre Aktionen gegen die AfD waren offenbar erfolglos. Dann gab es mal eine Fahrradtour, wo wir durchs Land gefahren sind. Aber wir sind natürlich wir bilden natürlich nicht das Spektrum der Leute, aber wir sind schon eher links orientiert. Und deshalb sind die Aktionen natürlich auch von uns immer so eine gewisse so eine Selbstbefruchtung. Ne? Vielleicht. Klar ist, der Wahlabend war eine politische Zäsur. Und zwar direkt an Bayerns Grenzen. Das thüringische Städtchen Heldburg ist fast völlig von bayerischem Gebiet umschlossen. Eine malerische Kulisse, in der fast jeder zweite AfD gewählt hat, 47,3%. Wir treffen Bürgermeister Christopher Oter von der CDU. Sein Erklärungsversuch. Ich glaube, dass das Synonym und die Bezeichnung für die AfD als gesichert rechtsextrem bei den Leuten keinen Schrecken hervorhebt. Das hat jeder seine Motive. Das geht von Rente, von den Themen Rente über Soziales, über Migration, über Sicherheit, Soling. Aber alle Leute, mit denen ich gesprochen habe und die mir auch offen entgegnet haben, dass sie die AfD wählen, würde ich überhaupt nicht als rechtsextrem einschätzen. Im Stadtrat von Heldburg hat seine CDU die absolute Mehrheit. Doch wie und mit wem die Union künftig Thüringen regieren soll, schwierig. Wir reden über das Bündnis Sarah Wagenknecht mit einer Urkommunistin sozusagen an der Spitze. Mir fehlt im Moment die Kreativität, da überhaupt eine Regierungsbildung auf die Reihe zu bekommen, beziehungsweise das mir zu verbildlichen, wie das aussehen könnte. Nächster Stopp, ein Möbelhaus in der Nähe von Saalfeld. Wir treffen Heidrun Macheleit vom Marktplatz wieder. Sie arbeitet hier seit 20 Jahren. Die 61-Jährige ist kein AfD-Mitglied, hat aber AfD gewählt und klare Vorstellungen, wie die neue Regierung in Thüringen aussehen sollte. Wenn ein Drittel der Bevölkerung, ich sag jetzt mal blau, gewählt hat, warum wollen wir die ausschließen? Wenn doch ein Drittel irgendwie eine Veränderung will. Warum sind dann nicht die, theoretisch ist die CDU und die AfD am stärksten, warum tun sich die Starken nicht zusammen? So ist es doch richtig. Was sagen Sie, wenn jetzt die CDU vorher aber klar gesagt hat, die sind uns zu extremistisch einfach? Ja, extremistisch. Was ist denn da extremistisch? Was ist extremistisch? Die CDU hat jetzt kurz vor den Wahlen, ein paar Tagen vor den Wahlen, noch angefangen, dass sie auch mit der Migration, dass sie ein bisschen aufpassen müssen vor den Wahlen, dass sie da ein bisschen was ändern müssen. Aber wenn ich mir die ganzen alten CSU-Herrschaften angucke, wie der Strauß, ich suche mir seine Sprüche immer mal raus, ist das nichts anderes wie das, was die AfD heute ist. Im Geschäft nur wenige Kunden. Für die Verkäuferin ist der Grund klar. Die Leute hätten kein Geld wegen der Inflation. Außerdem verschwende die Ampelregierung aus ihrer Sicht das Geld der Bürger. Ich habe auch keine Lust dafür, auf Arbeit zu gehen, meine Steuern bezahlen zu müssen, damit die in der Ukraine ein bisschen Krieg spielen können. Früher habe sie CDU gewählt, bis 2015. Das Thema Migration treibt sie um, obwohl manche Politiker ja behaupten, solche Bundesthemen hätten bei der Thüringenwahl keine Rolle gespielt.
Nach Feierabend fährt Heidrun Macheleit in die Stadt zur Montagsdemo nach Saalfeld. Seit Jahren ist sie regelmäßig dabei. Wir dürfen sie begleiten. Rund 75 Bürger gehen auf die Straße für Frieden und gegen die Politik der etablierten Parteien. Naja, man muss ja seinen Unmut zu der momentanen Politik irgendwo zeigen. Wir können es ja friedlich machen. Friedlich halt, friedlich. Also es wird Geld rausgeschmissen für alles Mögliche. Und dann wird immer mehr Ausländer rein und Messerstecher. Das ist nicht gut. Das geht nicht. Wo führt denn das hin? Wenn ich Waffen hinschaffe in Kriegsgebiete, dann kann kein Frieden sein. Wie dumm ist die Menschheit eigentlich? Also ich kann es nicht ertragen. Weil ich dagegen bin, was hier passiert. Weil ich keine DDR-Bank 2.0 wieder haben will, sondern frei leben will. Ohne, dass mir irgendjemand vorschreibt, wie ich zu heizen habe, wie ich mich zu waschen habe, was ich zu essen habe und so weiter und so fort. Weil das geht die in der Politik gar nichts an. Themen wie Migration und Kriminalität waren für viele Thüringer mit ausschlaggebend, auch in Suhl. Hier hat die AfD 32,8% der Stimmen geholt. Am Rande der Stadt liegt die Flüchtlingserstaufnahme. Mehr als 800 Asylbewerber leben in der ehemaligen Kaserne. Tatsache ist, die Zahl der Straftaten ist in den letzten Jahren gestiegen. Wir fragen nach bei den Nachbarn. Es ist in der Nacht halt anstrengend, weil jetzt die zwei Tage hintereinander wieder Feueralarm oben war. Man kann dann halt nicht schlafen. Es wird halt eben abends mehr gebrüllt. Ich meine, die lagern überall, sie sitzen auf den Wiesen, sie belagern die Bushaltestellen, ja, und. Also ich lasse meine Kinder auch nicht alleine unbedingt abends, spätabends oder sowas hier umherlaufen. Man hat nichts, ne, gegen die Menschen persönlich, aber es ist einfach zu viel. Ne? Das sind alles junge Männer, wenn man da abends als Frau, man fühlt sich unsicher. Den Bürgermeister von Suhl, André Knapp, treibt das Thema seit Jahren um. Das sehen wir schon sehr deutlich. Ich will das gar nicht ganz schwarz malen, weil das machen nur ganz wenige Menschen, die hier zu uns kommen, aus Flucht und Vertreibung. Das sind 5% derer, die hier als Störer massiv auftreten. Aber diesem Staat ist es bislang nicht glaubwürdig gelungen, diese 5% Störer in den Griff zu bekommen. Mehrfache Initiativen auch von meiner Seite, von Seiten des Landkreistages oder des Gemeinde- und Städtebundes, hier eine Abhilfe zu schaffen, sind auf taube Ohren gestoßen. Ich habe mich beim Gemeinde- und Städtebund auch mit Bodo Ramelow persönlich angebrüllt über die Unzustände, die hier in Thüringen herrschen. Und wie blickt der Bürgermeister, ein CDU-Mann, nun auf die Regierungsbildung? Aus meiner Sicht ist es dringend notwendig, dass man mit allen gewählten Parteien im Thüringer Landtag das Gespräch sucht. Der Bürgerwille ist deutlich geworden, auch wenn uns das auch aus meiner Sicht nicht unbedingt gefällt. Das heißt nicht, dass ich dafür bin, mit der AfD eine Koalition einzugehen. Aber es bedeutet, dass wir uns sprechfähig machen müssen. Eine stabile Regierung bilden, die sich um das Land kümmert. Nach diesem Wahlergebnis eine größere Herausforderung denn je.